Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lufia 2. Wir waren in dem Raum hier am Ende des letzten Videos und wir müssen jetzt die Steinblöcke so verschieben, dass der Pfeil nach oben zeigt. Und nach dem letzten Video habe ich ein bisschen rumprobiert, weil ich nicht mehr wusste, wie es geht. Und habe das schon mal vorbereitet. Also, wir schieben den hier nach unten. Schieben den nach unten und werden jetzt den Block oben in die Mitte zwischen den drei postieren. Und da hören wir auch schon das Signal. Die Tür oben hat sich geöffnet. Und wir haben den Schlüssel zum Endboss gefunden. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und zwar... Oh, wieder mal ein kleiner Kampf mit diesen Adlern. Ja, dazu muss man sagen, wenn man das Spiel spielt, ohne zwischendurch auf der Weltkarte aufzuleveln, dann können diese Adler hier schon sehr nervig sein. Da bin ich, wenn ich das Spiel normal durchgespielt habe, ohne zwischendurch zu leveln, oft an diesen Viechern kaputt gegangen. Aber das kann uns ja jetzt zum Glück nicht passieren. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, dass man mit dem Starkzauber hier ihn auch auffrischen kann. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Tür da oben aufkriegen. Und kriegen wir ja. Hier befinden sich nämlich jetzt einige Gegner. Ja, um den kommen wir nicht drum rum. Und ein paar Schatztruhen mit nützlichen Gegenständen, die wir natürlich auch holen wollen. Damit unser Maxim auch stärker wird. Und zwar lesen wir jetzt das Schild. Hinter dieser Tür liegt der Weg in dein Martyrium. Wir gehen da einfach rein und jetzt sehen wir hier eine Menge an Monstern. Aber am Ende lohnt es sich. Denn am Ende finden wir eine Schatztruhe. Ja, das ist vielleicht jetzt eine bisschen ätzende und langwierige Angelegenheit hier. Aber allzu lange dürfen wir dafür auch nicht brauchen. Ja, bei der Gelegenheit, was kann man zum Spiel so eigentlich noch sagen? Also das Spiel ist, ja, ich sag mal, relativ lang. Es hat viele so Tempel, wie wir sie jetzt auch schon sehen. Also sind viele komplexe Tempel dabei und... Was in diesem Spiel natürlich auch, finde ich, eins der besten, also bestgelungene Höhle ist, ist die Ahnenhöhle natürlich. In der Ahnenhöhle gibt es 99 Stockwerke und am Ende des 99. Stockwerks wartet ein roter Riesenblob auf uns. Also diese kleinen Gegner, die wir ganz am Anfang hatten, in einem Riesenformat. Und dieser Blob flüchtet aber nach, ich glaube, 3 oder 5 Zügen, ich meine 3. Und in dieser Zeit müssen wir ihn besiegen und er hat unglaublich viele KP. Aber in dieses Stockwerk 99 zu kommen ist auch schon eine wirklich richtige Herausforderung. Weil man muss so gut wie jeden Kampf mitnehmen, um überhaupt eine kleine Chance zu haben. Und man muss gewisse Zauber und Artefakte haben, um halt gegen diesen Riesenblob am Ende eine Chance zu haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die Ahnenhöhle euch komplett zeigen werde, aber ich werde es versuchen. Aber das spiele ich dann auch mit einem Quicksave. Weil, wenn wir das dann immer wieder von neu anfangen, da hängen wir ewig dran. Da werde ich, glaube ich, dann nie fertig. Ob wir den Blob dann am Ende besiegen werden, weiß ich auch nicht. Ich hoffe mal. Und das wäre auch für mich eine Premiere, weil ich habe es bisher noch nicht geschafft, diesen Blob zu besiegen. Ich war, glaube ich, aber auch erst 2-mal da unten. Aber so jetzt. Wir haben in der Schatztruhe den Jaguarring gefunden und haben alle Monster besiegt. So, jetzt müsste hier oben ein Durchgang sein, um an das Heilsirup zu kommen. So, den Jaguarring, den wir eben erhalten haben, will ich gerade mal gucken, ob wir den ausrüsten können. Ja, können wir. Und wir sehen, es gehen ein paar Werte nach oben. So, jetzt wollen wir uns auf den Weg zum Boss machen, dem großen Fisch, der die Erdbeben verursacht.
und wollen mal gucken, ob wir stark genug sind, ihm entgegenzutreten. So, jetzt sind wir hier. Waren wir hier unten schon? Ich meine ja. So, jetzt wollen wir mal hier hingehen. Hier, die Tür ist auf. Oh, hier gibt es einen Speicherstand. Sehr gut. Falls ihr euch gerade wundern solltet, warum ich zwei Speicherstände habe. Jetzt, das mache ich immer so. Ich speichere immer auf mehreren Speicherständen. Falls mir beim einen irgendwie, weiß ich nicht, durch Zufall, dass ich den lösche oder so, falls da irgendwas passiert, dass ich immer noch einen zweiten habe. Das ist auch so eine Angewohnheit von mir. Also wundert euch nicht. So, hier die Tür ist zu. Hier den Schalter, wenn wir drüber gehen, passiert nichts. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach oben. Und werden jetzt hier in diesen Bodenstellen, die ja etwas marode aussehen, werden wir jetzt da drauf gehen und runterfallen, und zwar auf den Schalter. Und jetzt hat sich die Tür geöffnet und da gehen wir jetzt auch rein. Seehöhle. Jetzt mal gucken, den treffen wir nicht. So, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal hier eine Brücke zum Schalter, um dann auch an den Schalter zu kommen. Und den nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn brauchen, aber ich nehme ihn mal mit. Aber ob das jetzt gut geht, geht es nämlich nicht. Also nochmal den Schalter umlegen. Oder wir machen es einfach. Ich zeige euch mal den Ursprungszauber. Der versetzt den Raum nämlich wieder in den Anfangszustand. Hier, wie ihr sehen könnt. Also machen wir das Ganze nochmal. Wir bauen hier nochmal die kleine Brücke. Und jetzt werden wir den hier nicht da hinlegen, wo ich ihn eben hingelegt habe. Das war nämlich falsch. Sondern da. Und jetzt betätigen wir den Schalter. Und tada, hier unten ist er. Und jetzt können wir hier rüber gehen. So. Jetzt schaffe ich, glaube ich, den nächsten Endboss in diesem Part nicht mehr, weil die Zeit nicht reicht. Ich mache jetzt hier noch eben den Kampf. Und beende das Video dann schon mal eine Minute vor Schluss der Zeit. Damit wir gleich im nächsten Part dann mit dem Endboss anfangen können und das dann auch in einem geschlossenen Part ist. Also, bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.